werden. Im geistlichen Bereich ist nichts schlimmer als das, wenn wir wie Routiniers, christliche Routiniers, jetzt die Heilige Woche begehen, Ostern feiern, diese Geschichte hören und unbeteiligt bleiben. Wir haben in den vergangenen Wochen mehrmals gehört, zumindest steht es im Zeugnis nach dem Evangelist Johannes, Jesus weiß, was im Menschen ist. Er kennt also auch unsere Gefährdungen. Möglicherweise nimmt er beim letzten Zusammensein mit seinen Jüngern deshalb diese sehr gewohnten Dinge und ordnet sie neu. Er ordnet sie neu ein in das Verhältnis zu Gott. Brot und Wein. Beides ist uns vertraut. Wir hören diese Worte in jeder Messfeier. Und doch rauschen sie oft an uns vorbei. Oder wir nehmen sie als heilige Worte, die der Priester sprechen muss, dass sich da etwas wandelt. Da ist immer etwas Richtiges dran, aber es ist zu wenig. Denn durch das Wort Jesu wird nicht nur Brot und Wein gewandelt, sondern wir sollen gewandelt werden in diesem Wort. Deshalb zieht er uns mit diesen Gaben für die Eucharistie in sich hinein, um uns das zu geben, wozu wir die Heilige Woche feiern, Leben zu geben, Anteil an sich zu geben. Deshalb spricht er beim Brot von dem, das ist mein Leib. Die ganze Existenz Jesu, gerade wenn wir heute am 25. März, auch wenn wir dieses Hochfest dann erst nach der Osterwoche feiern, an der Verkündigung des Herrn denken, dass diese Leibwerdung, Menschwerdung Jesu, alles, was er tut, vom ersten Atemzug an, ist Brot. Jedes Wort, das er schenkt, jede Handlung, jeden Schritt, den er geht, ist Brot. Ist ein Grundnahrungsmittel, ohne das wir gar nicht sein können. So deutet Jesus nicht nur seinen Tod, sondern sein ganzes Leben. Im Blick auf das Brot, das er in Händen hält und Gott dankt, wie wir es in jeder Messfeier ihm nachtun, sagt er, das ist mein Leib. Das ist meine ganze Existenz und sie wird gebrochen für euch, damit ihr leben könnt. Und dabei lässt er es nicht bewenden. Er nimmt auch den Wein. Und er spricht dort ein Wort, das unglaublich aufgeladen ist, wenn er sagt, das ist ein neuer Bundesschluss. Dieser Bund wird geschlossen in meinem Blut. Was heißt das Bund? Den Jüngern werden möglicherweise die Ohren geklingelt haben, denn ihnen ist dieses Wort sehr vertraut. Sie gehören als Juden zum Volk des Bundes. Mit niemand anderem sonst in der ganzen Weltgeschichte, mit allen anderen großen Nationen, mit großen Namen hat Gott je einen Bund geschlossen, außer mit seinem geliebten Volk, Israel. Ein Bundesschluss, der zunächst mit Abraham erging, wo Gott von sich aus ein Versprechen gibt, diesem kinderlosen Abraham eine Nachkommenschaft zu geben, zu schenken. Daraus entsteht überhaupt erst das Volk Israel. Aber es gibt einen zweiten Bundesschluss auf dem Sinai. Der ist anders als der Abrahamsbund. Beide Seiten verpflichten sich. Gott verpflichtet sich Israel gegenüber, Israel verpflichtet sich Gott gegenüber. Ein Bund, von dem die Propheten nicht müde werden zu sagen, ihr, Volk Gottes, habt die Verpflichtungen dieses Bundes nicht eingehalten. Deshalb ist dieser Bund zerbrochen. Und Jeremia, Ezechiel, sie sprechen von einem neuen Bund. Den setzt Jesus jetzt in seinem Blut. Das heißt, Jesus bindet sich in diesem Zeichen des Weines, im Zeichen seines Blutes an uns, unwiderruflich an uns, an jeden und jede von uns, der sich Christ oder Christin nennt.
Er schließt mit uns in jeder Messfeier neu einen Bund, wie es damals hier an jenem Abend vor seinem Leiden begonnen hat. Jesus verpflichtet sich uns gegenüber. Was heißt das, uns gegenüber? Es ist wie damals. Christen haben viele Namen. Auch damals hatten sie verschiedene. Sie hießen Petrus und sie hießen Judas. Und es hat sich nicht geändert bis heute. Und dennoch besteht die Verpflichtung Jesu in seinem Blut, in diesem Bund. Er schickt den Judas nicht hinaus beim Abendmahl. Der, der mich verrät, isst mit mir aus der gleichen Schüssel. Und du, Petrus, noch bevor es hell wird und der erste Hahn kräht, hast du mich schon verraten und verkauft. Ich niemals. Wir haben alle diese Typen bis heute in der Kirche. Ganz oben und ganz unten. Alle. Sie heißen Petrus und Judas. Und dennoch, dieser Bund, den Christus schließt, ist unwiderruflich. Er bindet sich an uns im Zeichen seines Blutes, im Zeichen des Weines, des Kelches, den er den Jüngern reicht. Genauso in diesem Wissen, dass wir selber mit all unseren Gefährdungen, die wir uns manchmal großmaulig Christen nennen oder klein geduckt als Christen durch die Landschaft schleichen. Egal wie. Er bindet sich an uns. Er will diesen Bund mit uns und er setzt ihn mit seiner eigenen Existenz, seinem eigenen Leben bis zum letzten Blutstropfen. Sind wir dann nicht hineingezogen, sind wir nicht verpflichtet, ihm nachzugehen, ihm entgegenzukommen, indem wir ihn nicht alleine lassen in den nächsten Tagen, da er diesen Bund durchbuchstabiert, durch alles Leiden hindurch bis in das Dunkel des Todes, um uns aus dieser Todesnacht die Antwort Gottes zu schenken.